Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Ja, Adventskalender-Türchen. Eigentlich wollte ich ja gucken, dass ich jeden Tag oder ungefähr alle 2-3 Tage ein Video mache mit Adventskalender-Türchen. Okay, jetzt habe ich es. Aber es hat nicht geklappt. Leider Gottes. Ab dem 8.12. war einfach die Hölle los. Also mache ich jetzt ein Video mit der rechtlichen Türchen von 9 bis 24 und wir fangen an mit der Pinkbox Adventskalender. Den habe ich ja über die liebe Sophie, Miss Muffin Make-up und mehr, oder Miss Muffin Make-up. Auf jeden Fall tue ich sie unten in der Infobox verlinken. Schaut mal bei ihr vorbei, sie ist echt eine liebe, 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 liebe Person. Und da habe ich ihn bekommen über sie für 45 Euro. Normal kostet dann 90 Euro und für 90 Euro die Videos, wo ich gesehen habe, ist ja echt nicht gut. Also für den Preis. Klar, es ist alles teurer geworden, aber dafür war zu viel Verschiedenes drin, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich würde jetzt sagen, wir fangen mit Türchen 9. Also es ist jetzt Pinkbox Adventskalender und wir fangen mit oder machen weiter mit Türchen 9 bis 24. 9 ist der Anfang. Gut, die ist schwer, muss ich zugeben. Und da ist drin eine Badekugel. Die riecht gut. Aber ich habe keine Karte von mir. Und zwar Wildberry. Okay, wunderbar, dass sie gut riecht. Ja, hupala. Ich lasse die Karte fallen. Ach gut. Badekugel Wildberry Treats Badfang. Okay. Erlebe den aufregenden, prickelnden und gleichzeitig natürlich bärigen Duft der Badekugel Wildberries und genieße den Moment der Auszeit. Jetzt bräuchte ich eine Badewanne. Vielleicht doch zu meiner Schwester gehen. Nein, ich habe keine Zeit. Aber die riecht gut. Also eine Badekugel. Die riecht wirklich gut. Das war Türchen Nummer 9. Schauen wir mal auseinander. Dann nein. Türchen Nummer 10. Fühlt sich jetzt auch nicht so leicht an. Von Balea Med, eine ultrasensitiv Handcreme, geeignet bei Neurotamid, das ist was für mich. Gut, ich habe Gott sei Dank geschwiegen mehr zur Zeit, oder seit 3 Jahren. Gott sei Dank. Weil das ist echt nicht spaßig, also das ist erstmal eine mega Handcreme. Gerade weil sie für Neurotamid geeignet ist, kann man echt nichts sagen. Also da muss ich jetzt sagen, ja, ich mache die jetzt schon in. Das sind die Mülleimer. Nummer 11. Ich habe ja nämlich alles im Kopf, was drin war. Ne? Nummer 11. Auseinander. Zahnputztabletten. Aber nichts für mich. Ich glaube, die nimmt man in den Mund, oder? Dann, wenn sie im Mund aufgelöst sind, oder dann die Zähneputze, oder? Steht da irgendwas? Tablette zerkauen, Zähne normal putzen, ausspülen, fertig. Ja, nichts für mich. Weil ich kann meine Zähne rausnehmen. Das ist der Vorteil. Für Erwachsene und Kinder. Mal schauen, ob Schwiegermutter das so das ausprobieren will. Zahnputztabletten. Die Zähne müssen auch gereinigt werden, ehrlich gesagt, aber das ist eine Probe. Nummer 12. Eine Probe ist ja. Das ist doch Schwachsinn. Manche sind ja gut, aber man hätte noch was reintun können. Da haben wir in der Nummer 12 Avant. Oh, der Primer. Der Primer ist gut von Avant. Muss ich sagen, habe ich schon einer geleert. Doch, da ist leer. Aber der Primer ist gut, da kann man nichts sagen. Aber Avant ist teuer. Ich habe dennoch das Side-Book wirklich geguckt, weil ich gedacht habe, es gibt doch nicht, dass das so teuer sein soll. Aber die sind wirklich so teuer. Wer kauft denn sowas außer Millionäre? Nummer 13. Dann gehe ich ihn durch. So. Ah, hier. Nummer 13. Ein festes Produkt von Santi. Neu steht drauf. Feste Balance Duschpflege, Bio Aloe Vera und Mandelöl. Erfrischt und beruhigt. Aloe Vera. Aber.
muss ich mal genauer durchlesen, weil keine Ahnung. Eine feste Duschquelle. Richten die alle neugierig, bin ich an. Boah, aber die riecht überhaupt nicht gut. Boah. Das wird sogar der Hund verdrängen. Soll das riechen? Und Aloe Vera steht nicht gleich ab. Aloe Vera und Mandelöl. Aber so wie das riecht. Aber haltbar bis Oktober 24. Komisch, also die. Oh, nee. Türchen Nummer 14. Schon wieder leicht. Von La Gomme Avant Genifique, eine Serum, ein Verjüngungsserum in 5 ml. Da hätte man das zu der Zahntablette machen können, zum Beispiel. Und nicht in ein extra Türchen. Aber okay. Was wollen wir da machen? 15. 15, ein bisschen doof. Ach, kein Wunder. Eine Maske von Schäbens. Und zwar Milch- und Honig-Tuchmaske. Cremige Verwöhnpflege. Regeneriert anspruchsvolle Haut. Pflegt intensiv und glättet. Ja, das kann ich echt gebrauchen. Masken gehen immer. Und das kann ich echt mega gebrauchen, muss ich echt sagen zurzeit. Durch den ganzen Stress ich mal Haut nur noch. Ja. Feuchtigkeitsbedürftig, genau. Nummer 16. Das ist da drin. Und weiter. Melatonin-Gummis. Gut, Einschlafhilfe brauche ich wirklich? Ja. Blueberry. Bei Jetlag, dann sind sie zuckerfrei, glutenfrei. In dem Sinn ist es wie eine Probe von Wick, glaube ich, war das. Dort auch so Gummis, gell? Zum Einschlafhilfe mit Melatonin. Die hat man in der Apotheke geschenkt kriegt und das ist eigentlich auch nicht mehr. Das sind 1, 2, da hatte ich da gerade, oder? 1, 2, 3, 4 Gummis drin. 4 Tage. Und da steht es ja auch, muss man nicht viele. Gut, ich brauche Einschlafhilfe. Aber. Allein nur die Gummis, ich weiß nicht. Nummer 17. Ich weiß nicht. Von Mutmaßli, Clemcare, Glow Illuminating Blush Drops. Wie oft wollen Sie die andere Karte abbieten langsam? Ich glaube, das ist schon das fünfte oder sechste Produkt dieses Jahr. Blush Drops von Mutmaßli. Also, dieses Jahr machen Sie echt viel rein. Dann kommen wir zur 18. Und die 18. Will nicht raus. Von Barbour, die 3 Ampullen. Hydra Plus, Multivitamin und Lift Express. Die war in irgendeiner Box, wo ich eben ausgepackt habe. Keine Ahnung gerade in was für eine. Ampullen, gut. Kann man gebrauchen. Kann man nichts sagen. 19. Die hört sich gut an. Aber es sind. Ne, ich bin jetzt einfach nur so her. 2 Produkte drin von Alverde. Und zwar, was war farblich denn los? Lidschatten Mono 11 Forest Green. Okay. So ein grüner. Ich glaube, ich weiß, wie ein Tag gefallen wird. Meiner Freundin, sie liebt ja. Und dann von Alverde ein Eyeliner Automatic mit Spitze, okay? Ach, ein Forest Green. Ein Eyeliner. Da hätte ich wenigstens mal mitgedacht, in den 2 Produkten dann. Die 20 ist riesengroß. Und schön.
Da ist drin. Was bist denn du? Blended Spa bei Avon. Ein Schlafespray. Oh, das ist gut. Ein Schlafhilfespray. Beruhigungsspray. Wie auch immer Spray. Das finde ich jetzt wiederum gut. Kann man gut gebrauchen. Also ich zumindest. Nummer 21. Ich habe nie alles im Kopf, wie das war. Achso. War. Oh, wei, was war das? New Skin, New Love. Ah, von Uncorrupted. 89 Euro geschenkt. 40, also 40 Euro, glaube ich, die Haarmaske und dann eine Jahresmitgliedschaft. Sollen ja gute Produkte haben, habe ich gehört. Reparierende Haarmaske im Wert von 40 Euro plus Mitgliedschaft von 49 Euro gratis. Einlösbar bis zum 31.01.24. Da bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen gewesen, ob ich das machen soll. Weil die sollen ja gute Produkte haben, habe ich gehört. Aber ein Gutschein nur. Leute, was ist los mit euch? Ja, es ist alles teurer, aber man kann doch ein Stück Schokolade dazu machen oder so. Keine Ahnung. Nummer 22. Nein, ich sag nicht. Nein. Biroutine. SOS Lippenpflegeampulle. Die hätten sie zum Beispiel dazu machen können. Das war aber nicht die, wo ich nicht mehr mit darf, oder? Nein. Lippen müssen gepflegt werden. Muss ich verstehen. Dann kommen wir zum vorletzten Türchen, Nummer 23. Die ist schwer. Immer daher. Oh, cool, ja, genau. Jetzt weiß ich ja wieder, was ich wollte. Das waren zwei Produkte. Und zwar von Hello Body Rose Refining. Clarifying Face Maske. Jetzt weiß ich wieder. Das waren die Kies, Wimpern und die Maske von Hello Body. Glastiegel. Jetzt weiß ich es wieder. So, Trommelwirbel. Letztes Türchen. Was wird hier rauskommen? Gar nichts. Leer. Nein, nicht leer. Von Purley was. Und zwar, bitte nicht ein Gold. Aber mit meinem Pech ist es Gold. Aber ich weiß ja, wer auf Gold steht. Ein Ring. Geht das sogar an? Ne? Kann man den auseinanderziehen oder muss man auf. Ne, kann man nicht. Kann ich echt nochmal Freundin fragen. Da passt nämlich nicht bei mir auf der Ringfinger. Dafür habe ich zu dicke Finger. Aber man kann ihn an die Biegen, sonst geht er kaputt. Ne, da frage ich meine Freundin. Hat so Zirkonia-Steine drauf. Was nur mal das sieht jetzt so. Mein Hund schnarcht. Sorry. Ja, das war Pinkbox Adventskalender. Für 45 Euro okay. Für 90 Euro ne. Dafür wäre er zu teuer gewesen, mit den Sachen was drin sind, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Wäre viel zu teuer gewesen. Ja, wie gesagt, Pinkbox Adventskalender Jahr 2023. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Für euch ist es kostenlos, für mich bedeutet es die Welt. Und am Schluss würde ich einfach sagen, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!